Also die Idee fürs Paillettencover ist dadurch entstanden, weil mein Sohn mit so einem T-Shirt umeinander gerannt ist, wo man so hin und her wischen kann, vor, zurück, auf und runter. Und da hat es bei mir Klick gemacht, weil da waren wir gerade kurz davor, machen wir ein Album, machen wir EP, machen wir überhaupt was irgendwie in die Richtung. Wie ich dieses T-Shirt gesehen habe von meinem Sohn, habe ich mir gedacht, warum gibt es das eigentlich nicht auf Schallplattencovers? Und dann habe ich zum Recherchieren angefangen. Dann ging die Odyssee los. Internet, Recherche, wo kann ich sowas in Auftrag geben? Hat das schon jemals eine andere Band gemacht und so weiter? Bin dann recht schnell drauf gekommen, dass ich scheinbar der Erste bin. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja cool. Nachdem ich circa eine Idee gekriegt habe, wo ich diese Wendepailletten herkriege und wie ich das dann appliziere, damit das in dem Cover drinnen ist, ist es dann losgegangen. Einfach mit Patches bestellen bei verschiedenen Firmen. Yes. Wieder was zum Tun. Dann sind das Prototypen, die vorne und hinten nicht funktionieren, wo die Patches mitgenäht sind, diese Pailletten, und sie nicht bewegen lassen. Zu groß ausgeschnitten, zu klein ausgeschnitten. Also ein Wahnsinn in Wahrheit. Und dann habe ich mir halt am Flohmarkt Schallplatten besorgt, wo man die Cover zerschneiden kann, und habe einfach mal zum Basteln angefangen. Weil es gibt weltweit keine Maschine, die das maschinell macht. Da ist der Karton zu filigran, das kann man nicht vorher ausstanzen, dann kann man es nicht mehr kleben und falten und so weiter. Das heißt, das war alles in Eigenarbeit und Eigenregie herauszufinden, wie das funktionieren kann und wie es dann auch gut ausschaut schlussendlich. Ja, Vinyl ist, das sammle ich eigentlich schon, seit ich ein kleiner Bub bin. Damit war die Faszination gelegt für das Medium Vinyl, das ein idealer Tonträger ist, um Musik zu präsentieren und zu vermitteln, wie detailgetreu die abgebildet wird, wie mit welcher Raumtiefe und so weiter man hier Musik hören kann. Aber das gewinnt natürlich umso mehr mit einer schönen Covergestaltung, und das regt halt dann auch den Sammlertrieb im Menschen, ja. Da kommen wieder die Urinstinkte des Menschen heraus, ja. Und das ist aber schön, weil da sieht man, welche Wertigkeit Musik, Kunst und Kultur für den Menschen bedeutet, dass er sagt, ich gönne mir das. Das ist eine ganz wichtige Komponente, glaube ich, im Leben eines Menschen. Ich habe unseren Dachboden zur Produktionsstätte umgebaut und habe dort aufgebaut gehabt, halt alles, was ich, meine ganzen Zutaten, was ich braucht habe. Ich habe mir so einen Rahmen gefertigt, damit das immer ausgeschnitten wird. Stanzen kann man es nicht, wie ich schon gesagt habe. Man muss es ausschneiden. Die Kanten kehren geschwärzt, sonst schaut das nicht schön aus. Es gehört dann eingebaut, es gehört alles fixiert und es gehört dann quasi wieder in die Kartons zurückgepackt und geht dann wieder zu Austro Vinyl, damit die dort die fertigen Vinyls einfüllen können, das dann in die Plastikfolie verschweißt wird, dann kommen noch die Kleber drauf und dann wird das wieder eingetütet und dann ist es fertig zum Verkauf. Also es sind irrsinnig viele Handgriffe und Schritte, die man da machen muss, damit man das schafft. Netto Arbeitszeit pro Platten waren auf jeden Fall 10 bis 15 Minuten, mit den ganzen Rückschlägen wahrscheinlich eher mehr. Und ich habe mich fest verkalkuliert, es ist viel zu viel Zeit und viel zu viel Geld geflossen, um diese Produktion zu stemmen. Wenn ich alle verkaufe, sind wir wahrscheinlich auf Null. Aber es ist super, es schaut einfach echt gut aus. Man hat schon viele Möglichkeiten, von dem Karton angefangen, den man verwendet, ob das jetzt der Kraftpack ist, also ein recycelter Karton, oder ob man die raue Seite, glatte Seite nimmt. Dann gibt es viele Möglichkeiten der Prägungen, Ausstanzungen, Folienprägungen, Heißfolienprägungen, teils hochglanzlackiert und so weiter. Das sehr, sehr schöne und tolle Effekte ergibt. Aber natürlich gibt es auch ganz ausgefallene Dinge, wie von Meyer mit der Pailletten-Cover, das wirklich ganz was Besonderes ist. Oder auch vom Herbert Bixner, wo man ein Cover mit einer 3D-Lentikularfolie gemacht haben. Da sind wirklich die extremen Hingucker, und wenn man auf einer Messe etwas ausstellt, sind das immer die ersten LPs, wo die Leute hingreifen und sagen, ja wow, hast du das gesehen?
Daten, Messenger auf, WhatsApp, Doublecheck, danach steh ich auf. Instant Coffee, zack, in den Bauch, Zähneputzen angefangen, während ich noch rauch. Auf Austro-Vinyl bin ich deshalb gekommen, weil mein Kompagnon bei Meyer, der Armin, mit seinem anderen Bandprojekt mit 1000 Flames schon LP dort hat pressen lassen. Während der Recherche bin ich halt bei Austro-Vinyl aufgeschlagen und habe mit denen einmal geredet und habe einmal gefragt, wie man das realisieren könnte. Und die waren von vorn bis hinten sehr supportive und waren begeistert von der Idee. Ja, und wie dann die Umsetzung fertig war, sind ja alle zusammengerannt und haben gesagt, was, was Cooles haben wir überhaupt noch nie gehabt bei uns und wow, kommt einmal alle her, schaut einmal das Cover, greift euch das an. Und es ist wirklich, es ist einfach echt super, es macht wirklich Freude von vorn bis hinten. Debütalbum geht halt nur einmal und dann haben wir gedacht, das muss was Besonderes sein und deswegen ist das Debütalbum jetzt so, wie es ist. Ich wollte einfach vom Vinyl das Analoge von der Musik, ich wollte das Haptische am Cover zum Angreifen, ich habe hinten auf der Rückseite gearbeitet mit Lack, mit Gaffertape, mit Handschrift. Die Musikseite ist vom Armin produziert worden, der hat das gemischt, wir haben es mastern lassen. Und es ist dann zu Austro-Vinyl gegangen. Und alles andere, das ganze Design, alles was da dazugehört, das habe ich übernommen. Und ich bin insofern echt stolz darauf, dass das gelungen ist. Hier sind schon sehr, sehr viele Heinzelmännchen im Hintergrund, angefangen von meinen Geschäftspartnern, dem Hannes und dem Johann, die tatkräftig unterstützen bei allen Fragen des Audio-Masterings, Produktion, Qualitätscheck und Sicherung, Marketing, Vertriebskanäle und so weiter. Im Büro, in der Verpackung, an der Presse. Das ist irrsinnig viel Arbeit. Es ist immer noch sehr, sehr viel Handarbeit dabei. Und daher wären wir alle nichts ohne unsere Mitarbeiter und die ganzen LP nichts ohne die Leute, die dahinter stehen. Und darum sind wir mächtig stolz auf unsere Leute, die hier so engagiert und motiviert für einen guten Vinyl-Release arbeiten. Das ganze Team um und Peter Wendler ist einfach ein Traum und ich habe mich mit den Leuten dort echt gut verstanden. Immerhin habe ich ja öfter dort sein müssen, bis das unter Dach und Fach war. Also das war schon ziemlich ein Act. Aber es ist geschafft, es ist vollbracht, das Ding ist fertig, das Ding gibt es zu kaufen und zu hören. Und das Feedback ist enorm, es taugt die Leute. Das Cover genauso wie die Musik. Und jetzt, wenn dann noch zu unseren Konzerten auch noch mehr Leute kommen, dann passt das schon. Mit nassen Fetzen aus dem Parlament, hinaus aus dem Parlament, diese nassen Fetzen in die